Das Ende ist endlich da und das Schicksal von Hawkins war noch nie so gefährdet. Jetzt, wo Max im Koma liegt, die Tore zum Upside Down komplett offen sind und die Rolle des Sowjets rätselhaft bleiben, ist es an der Zeit zu erklären, was am Ende von Staffel 4 von Stranger Things passiert ist. Die letzten Szenen von Stranger Things 4 zeigen uns eine Eskalation von Vecnas Angriff auf Hawkins. Was als eine Reihe von Rissen begann, die sich unter der Stadt geöffnet haben, wächst zu den vertrauten, schneeähnlichen Partikeln des Upside Down, die in die reale Welt driften, während die Risse beginnen, Rauch zu blasen und rote Blitze in den Wolken über der Stadt zu erzeugen. Unsere Helden wissen ganz genau, was das bedeutet, auch wenn es sonst niemand in der Stadt weiß. Etwas Größeres kommt auf Hawkins zu, und zwar schon bald. Die Frage, die am Ende der Staffel bleibt, ist jedoch, wie genau dieses Größere etwas aussehen wird. Wir haben uns im Laufe der Jahre mit den verschiedenen Arten von Kreaturen vertraut gemacht, die im Upside Down existieren. Wird Vecna also einfach einen Großangriff mit so vielen dieser Bestien durchführen, wie er beschwören kann? Wird er den Mindflayer über der Skyline von Hawkins zu kolossalem Leben erwecken? Das ist es, was unsere Helden in Staffel 5 herausfinden müssen. Mike und Elf haben zu Beginn von Staffel 4 mit ernsten Problemen in ihrer Beziehung zu kämpfen. Für Mike lag ein großer Teil des Problems nicht nur in der räumlichen Distanz zu Elf, die mit der Familie Byers nach Kalifornien gezogen war, sondern auch in der wahrgenommenen Distanz zwischen ihren Persönlichkeiten. Für ihn ist Elf ein außergewöhnlicher Mensch, er dagegen nicht, und er ist sich sicher, dass sie das eines Tages erkennen und beschließen wird, dass sie ihn nicht braucht. Für Elf, die mit dem Verlust ihrer Kräfte am Ende von Staffel 3 zu kämpfen hat, besteht das Problem darin, dass sie glaubt, Mike empfinde nicht so viel für sie, wie sie für ihn. Sie glaubt, dass ihr Außenseiterstatus sie zu einer Art Monster gemacht hat, das sie niemals rehabilitieren kann. Am Ende der Staffel lernen beide, dass sie sich irren. Will hilft Mike dabei, ihn davon zu überzeugen, dass er für die gesamte Freundesgruppe und für Elf lebenswichtig ist, da er das Herz der Gruppe ist und derjenige, der alle mit Hoffnung erfüllt. See how you're leading us here? You're guiding the whole party, inspiring us. That's what you do. Durch ihre Arbeit mit Dr. Brenner erkennt Elf, dass sie kein Monster ist, sondern lediglich manipuliert wurde, damit sie eine Art von Unrecht in ihrem Geist und Körper wahrnimmt. Das führt zu einer emotionalen Wiedervereinigung und Versöhnung am Ende der Staffel, aber das Glück ist nur von kurzer Dauer. Werden sie ein glückliches Ende finden oder sind sie dazu bestimmt, wieder auseinandergerissen zu werden? Die Hawkins-Kinder sehen sich beim Übergang von Staffel 4 zu Staffel 5 einer unvorstellbaren Macht der Dunkelheit gegenüber, aber das bedeutet nicht, dass ihr Privatleben völlig untergeht. Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der Geschichte von Robin, die sich zu Beginn der Staffel in eine Mitschülerin namens Vicky verknallt, woraufhin sich die Dinge zum Ende hin ein wenig zum Guten wenden. In Folge 8 erfährt Robin, dass Vicky einen Freund hat, der nicht in der Stadt wohnt. Als sie sich eine Folge später an der Hawkins High School neben ihrem Schwarm als Freiwillige wiederfindet, erfährt sie, dass die beiden sich getrennt haben. Robin und die frisch gebackene Single Vicky finden zueinander, indem sie Sandwiches für Erdbebenflüchtlinge schmieren und gemeinsam lachen und scherzen. Im Moment ist es schwer vorstellbar, wie das Leben von irgendjemandem am Ende dieses Kampfes aussehen wird. Aber Robin scheint dem Happy End, das sie verdient, näher denn je zu sein. Jonathan Byers und seine Freundin Nancy Wheeler sind über weite Strecken der vierten Staffel geografisch getrennt, aber es gibt noch etwas anderes, das ihrer Beziehung im Wege steht. Seit er nach Kalifornien gezogen ist, zweifelt Jonathan daran, dass er Nancy jemals genügen kann, zumal er nicht auf dasselbe College gehen wird, auf das sie zu gehen hofft. In der Zwischenzeit ist sich Nancy in Hawkins sehr bewusst, wie distanziert Jonathan war, und dieses Bewusstsein fällt mit dem Wiederauftauchen von Steve Harrington in ihrem Leben zusammen. Während sie gemeinsam gegen Vecna kämpfen, stellt Nancy fest, dass Steve seit ihrer Trennung sehr gewachsen ist. Es sieht so aus, als ob eine Versöhnung möglich wäre, aber dann kehrt Jonathan nach Hawkins zurück und legt alles, was passiert sein könnte, auf Eis. Wir wissen noch nicht, was das für Staffel 5 bedeutet, aber es ist ziemlich klar, dass in dieser Dreiecksbeziehung etwas passieren muss. Joyce Byers und Jim Hopper verbringen den größten Teil von Staffel 4 mit dem Versuch, wieder zueinander zu finden. Der Auslöser dafür ist, dass Joyce eine Nachricht von Hopper erhält, aus der hervorgeht, dass er in einem sowjetischen Gefängnis festgehalten wird. Joyce findet schließlich den Weg zum Gefängnis, nur um festzustellen, dass Hoppers Leben in einer neuen Art von Gefahr ist. Erst ganz am Ende der Staffel, als sie versuchen, einen Weg zurück nach Amerika zu finden, können die beiden wieder als richtiges Paar zusammenkommen. Die glückliche Wiedervereinigung hält nicht lange an. Hopper und Joyce schaffen es gerade noch rechtzeitig zurück in die Staaten, um festzustellen, dass der Kampf der Kinder gegen das Upside Down schiefgelaufen ist.
Hawkins befindet sich nun in einer totalen Katastrophe, da sich überall in der Stadt Risse auftun. Die große Frage, die sich zu Beginn von Staffel 5 stellt, ist, wie Hopper und Joyce diesen Kampf unbeschadet überstehen werden. Sie haben sich bereits einmal verloren. Jetzt müssen sie dafür kämpfen, dass das nicht noch einmal passiert. Alle Hawkins-Kinder machen in Stranger Things 4 ihre eigenen schweren Kämpfe durch. Aber Will Byers macht eine der härtesten Phasen seines jungen Lebens durch, was zum Teil daran liegt, dass er einen Großteil seines Kampfes allein bestreitet. Seit einem Schlüsselmoment in Staffel 3 wurde spekuliert, dass Will schwul ist. Elle's not stupid. It's not my fault you don't like girls. Die Fans glauben, dass er sich irgendwann vor seinen Freunden outen und vielleicht sogar offenbaren wird, dass er in seinen besten Freund Mike Wheeler verliebt ist. In Staffel 4 gibt es mehr als einen Moment, in dem Will auf sein Geheimnis anzuspielen scheint. In einem sehr starken Moment gegen Ende der Staffel scheint es fast so, als würde er es aussprechen. Aber er schweigt aus Sorge um den großen Kampf. Wills persönliche Geschichte bleibt festgefahren, aber es ist klar, dass er sich danach sehnt, jemandem etwas über das Geheimnis zu erzählen, das er hütet. Und dann ist da noch Wills andere innere Zerrissenheit, etwas, das seit Staffel 2 nicht mehr direkt angesprochen wurde. Will hat noch immer eine gewisse Verbindung zum Upside Down, dank seiner Besessenheit durch den Mindflayer. Seit Vecnas Invasion spürt Will dies immer stärker. Wird er in der Lage sein, sich in dem bevorstehenden Kampf zusammenzureißen, oder ist er für einen inneren Kampf bestimmt, der genauso gefährlich ist wie der äußere? Gegen Ende von Stranger Things 4 macht Elf eine niederschmetternde Entdeckung über ihren Papa, Dr. Martin Brenner. Als Brenner sie dazu drängt, in seinem geheimen Labor zu bleiben und ihre Kräfte noch weiter zu kultivieren, wird ihr klar, dass es bei den Experimenten, an die sie sich aus dem Hawkins-Labor erinnert, nie um sie ging. Es ging immer darum, sie zu benutzen, um Henry näher zu kommen. Er war Brenners erster Patient, den Elf in das Upside Down schickte. An diesem höllischen Ort verwandelte er sich in die Kreatur, die die Kinder Vecna nennen. Sometimes Papa doesn't tell the truth. Es ist ein wichtiger Moment der Katharsis für Elf, die erkennt, dass sie und ihre Kräfte nie das Problem waren, und gleichzeitig ist es ein intensiver Aspekt in der fortlaufenden Saga, was im Hawkins-Labor vor sich ging. In Staffel 4 ist klar, dass es innerhalb der US-Regierung weiterhin viele dunkle Machenschaften gibt, die sich über die Natur des Labors, das Upside Down und Eleven selbst streiten. Weniger klar ist, ob noch jemand wusste, was Brenner wirklich vorhatte. Sollte jemand davon gewusst haben, ist er da draußen und versucht, sein Werk zu vollenden? Weiß noch jemand, was aus Henry geworden ist? Diese Fragen könnten große Auswirkungen auf das haben, was in der letzten Staffel kommen wird. Etwa in der Mitte von Staffel 4 bilden Dr. Martin Brenner und Dr. Sam Owens eine unbehagliche Allianz mit dem gemeinsamen Ziel, Elf durch den Einsatz der Nina-Maschine wieder zu voller Stärke zu verhelfen. Am Ende der Staffel sind sie wieder zerstritten, da Owens versucht, Elf gehen zu lassen, um ihren Freunden zu helfen, und Brenner entschlossen ist, sie länger im Labor zu behalten, um zu versuchen, eins im Upside Down zu erreichen. Dann wird die gesamte Operation unterbrochen, als Oberstleutnant Sullivan und seine Truppen eintreffen, Brenner töten, Owens gefangen nehmen und versuchen, die Operation ein für alle Mal zu beenden, indem sie Elf umbringen. Am Ende der Staffel ist Elf auf der Flucht vor den bösen Mächten der menschlichen Welt, die sie verfolgen und sie nicht nur in Schach halten, sondern töten wollen. Das erklärt, warum sie sich am Ende der Staffel wieder in Hoppers Hütte versteckt, aber wir wissen weiterhin nicht, wie weit die Regierung gehen wird, um sie zu fangen, besonders jetzt, da sich überall in Hawkins Risse aufgetan haben. Es ist ein Konflikt, der für ihr Überleben wohl genauso wichtig ist wie der Kampf gegen das Upside Down. Das Ende von Stranger Things 4 enthüllt viele Dinge, und nicht alle davon kommen aus den Vereinigten Staaten. Während der Flucht aus Hoppers sowjetischem Gefängnis entdecken Hopper und Joyce ein geheimes Labor voller konservierter Demogorgons und Demodogs sowie eine Kammer voller wirbelnder Partikel, die die Sowjets der Schatten nennt. Dieses seltsame Wesen entpuppt sich später als das dunkle Material, aus dem der Mindflayer besteht. Am Ende der Staffel ist die Anlage im Grunde zerstört, aber ihre Anwesenheit und Brenners Beharren darauf, dass seine Experimente nur dem Kampf gegen die Sowjets dienten, wirft einige interessante Fragen auf. Die sowjetische Regierung hat ihre eigenen Operationen, die mit dem Upside Down verbunden sind und vielleicht auf die Bewaffnung ihrer Kreaturen für den Kampf gegen den Westen ausgerichtet sind. Es bleibt nun abzuwarten, wie dieser Kampf nach der Zerstörung des Gefängnisses weitergehen wird. Um Vecna zu besiegen, bevor er in Hawkins eindringen kann, stellt Max Mayfield der Kreatur eine waghalsige, selbstaufopfernde Falle, indem sie ihre frühere Verbindung zu ihm nutzt, um ihn herauszulocken. Nach einigem Zureden funktioniert der Plan, aber was nicht ganz so gut funktioniert, sind die Teile des Plans, die mit Max' Bemühungen zusammenhängen.
Es gelingt ihr, Vecna anzulocken und sich für eine Weile in einer glücklichen Erinnerung zu verstecken. Aber der Druck des Upside Down auf ihre Freunde führt dazu, dass sich der Plan, Vecna zu töten, verzögert und Max gerät in die gleiche psychische Kraft, die drei andere Hawkins-Teenager getötet hat. Am Ende des Kampfes ist Vecna vertrieben, aber Max ist tot und wird nur durch die Kräfte von Elf wiederbelebt. Am Ende der Staffel liegt Max in einem Krankenhausbett im Koma mit gebrochenen Gliedmaßen, ohne Augenlicht und, was noch schlimmer ist, mit einem scheinbar unerreichbaren Bewusstsein. Elf versucht, in ihren Geist einzudringen und sie dort zu finden, um nach einem Zeichen dafür zu suchen, dass Max noch irgendwo da drinnen ist. Aber es gelingt ihr nicht. Wo ist Max also? Das ist eine große, potenziell entscheidende Frage für Staffel 5. Die letzten beiden Episoden von Stranger Things 4 enthüllen mehrere neue Elemente der Hintergrundgeschichte der Serie, darunter auch, wie Vecna begann, das Upside Down nach seinem Willen zu formen. I want you to tell her everything you see. In der Diskussion über seine Hintergrundgeschichte wird enthüllt, dass er, nachdem er durch Elfs Kräfte ins Upside Down geschickt wurde, durch die Landschaft wanderte, bis er den Schatten fand. Von dort aus formte er ihn zum Mindflayer, was ihn zur wahren Macht hinter der gesamten Invasion von Hawkins macht. Selbst nach dieser Enthüllung wissen wir immer noch nicht viel über das Upside Down. Es scheint, dass viele der Kreaturen der Dimension, einschließlich der Demogorgons, bereits Bewohner waren, als Vecna dorthin kam. Jetzt sind sie alle Teile eines ausgedehnten Bienenstocks, dessen Herr er ist, wobei der Schatten eine Art symbiotische Verbindung zu seinem Willen beibehält. Was also ist der Schatten? Warum arbeitet er für Vecna und was bedeutet das für den großen Kampf? Es gibt noch so vieles, was wir über die Natur dieser anderen Dimension nicht wissen, was wohl einer der größten offenen Fragen zu Beginn von Staffel 5 ist. Am Ende des ersten Teils von Stranger Things 4 macht Nancy Wheeler eine schockierende Entdeckung über das Upside Down. Oder zumindest über die Version von Hawkins, die im Upside Down existiert. Die gesamte Landschaft ist in der Zeit eingefroren, eine Version von Hawkins, wie sie 1983 existierte, als Elf das erste Mal das Tor im Labor öffnete und den ersten Demogorgon freiließ. Es scheint, als wäre in diesem Moment irgendwie ein Duplikat von Hawkins in der Upside-Down-Landschaft aufgetaucht, nur um in der Zeit eingefroren zu sein. Im Moment ist noch nicht klar, was das bedeutet. Es ist möglich, dass die Kräfte von Elf in dem Moment, als sie das Tor öffnete, versehentlich ein seltsames Spiegelbild des Hawkins-Labors und der umliegenden Stadt erzeugt haben. Das könnte etwas mit Vecnas Invasionsplänen zu tun haben. Was auch immer vor sich geht, es ist klar, dass das Spiegelbild von Hawkins im Upside Down auch in Staffel 5 ein faszinierendes Kernstück des Konflikts bleiben wird. Hier geht's zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über Stranger Things. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.